zumindest in zwei Durchgängen, sich ganz nach oben zu begeben. Hat sich kräftig abgestoßen. Er weiß, er hat wenig Anlauf. Und er fliegt deutlich weiter als Jakob Janda, aber natürlich bei weitem nicht in die Nähe von Malisch. 132,5 Meter. Also, was bleibt festzuhalten? Der Wind, das ist überdeutlich, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Die Jury wird im Notfall etwas warten müssen, dass alle zumindest einigermaßen ähnliche Verhältnisse haben. Etwa 2,5 Stundenkilometer weniger Anlauf als gestern im Durchschnitt. Das ist eine Menge, aber alle 8 Deutschen immerhin qualifiziert.